Und das wirst du auch so sehen, wenn ich dir zeige, was ich heute im Angebot habe. Seht euch dieses Prachtstück eines Stifobils an. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King, hier auf Katze. In der letzten Folge war es sehr dramatisch, denn dort haben wir einen sehr, sehr wichtigen Menschen, einen sehr wichtigen Partner auf unserer Reise leider verloren. Was ich genau damit meine? Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, sie ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Schaut sie euch an. Aber ich wette mit euch, dass wir in der heutigen Folge noch mehr Informationen dazu bekommen werden. Olivia ist sehr traurig und wir müssen sie wieder ermutigen, die Reise fortzusetzen. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Paper Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen, aber auch lehrreichen Videos mehr. Okay. Hey, ihr, was habt ihr denn jetzt vor? Jackpot, Junge. Draußen ist ein riesiger Felsen explodiert. Wir haben die ganzen Bruchstücke eingesammelt und schauen mal, ob was hübsch Glänzendes für Bowser dabei ist. Ich weiß nicht, was einen so riesigen Felsen explodieren lassen könnte, aber es ist mir auch egal. Mit etwas Glück können wir uns wochenlang ums Buddeln drücken. Muss los! Ja, ich weiß, was da explodiert ist. Wir alle wissen, was explodiert ist. Aber wo muss ich hin? Wie kann ich Olivia ermutigen? Onkel M. Hä? Moment mal, was war das? Onkel M. Bobby? Bobbys Geist. Hör mir mal zu. Olivia macht diese ganze Sache wirklich schwer zu schaffen. Aber wie soll ich es sagen? Wenn sie sich nicht zusammenreißt, dann war alles, was ich getan habe, quasi umsonst. Aber wenn irgendwer sie aufmuntern kann, dann du, Onkel M. Ich meine, du bist schließlich Onkel M. Überleg mal, was würde sie zum Lächeln bringen? Lachen ist die beste Medizin, heißt es ja. Vielleicht kannst du sie zum Lachen bringen. Du hast recht, Bobby. Weißt du, wir vermissen dich alle sehr. Aber du hast recht, ich werde versuchen, Olivia zum Lachen zu bringen. Und wisst ihr, in welchen Situationen Olivia am meisten gelacht hat? Wisst ihr noch? Könnt ihr euch daran erinnern, als Mario immer die Goomba-Maske trug? Das fand Olivia immer so lustig. Vielleicht kann ich sie damit ja aufmuntern. Olivia, schau mal. Ich trage eine Goomba-Maske. Chibet, ich bin ein Goomba. Blub, 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 blub. Hey. Oh, das ist nicht fair, Mario. Hör auf, mich damit zum Lachen bringen zu wollen. Aber es sieht einfach so schräg aus. Danke, das ist so lieb von dir. Ah, dank dir fühle ich mich wirklich besser. Ich kann hier nicht einfach trübselig herumsitzen. Bobby hätte das auch nicht gewollt. Lass uns weitermachen. Wir müssen meinen Bruder unbedingt aufhalten. Danke nochmal, Mario. Und schon mal danke für all deine zukünftigen Heldentaten. So, dann sehen wir mal zu, dass wir die gelbe Luftschlange aufstöbern. Aber zuerst musst du dieses lächerliche Ding abnehmen, sonst kann ich nicht ernst bleiben. In Ordnung. Schön, dass es dir besser geht, Olivia. Heilen wir uns nochmal. Und dann geht's aber auch schon los. Setzen wir unser Abenteuer fort. Ab sofort leider ohne Bobby. Aber das, was wir jetzt tun, ist nicht nur für alle Papiermenschen, sondern auch für Bobby.
Gut, das hat mich wieder aufs Spur gebracht. Gehen wir durch den Tunnel und finden wir die Luftschlange. Manchmal muss man sich eben etwas von der Seele weinen. Stimmt's? Das stimmt. Hä? Spürst du das auch? Mir kräuseln sich die Nackenfalten. Ich fange irgendwie Bobby-ähnliche Schwingungen auf. Aber das bilde ich mir bestimmt nur ein. Oder? Wir haben nur noch unsere Erinnerungen. Aber das reicht. Wir tun das hier für dich, Bobby. Danke, Bobby. Danke für alles. Was ist los, Mario? Gehen wir. Ich werde dich nie vergessen, Bobby. Wir tun das für dich. Wir setzen unsere Reise fort. Hier, im Tiefen des Tunnels. Wo auch schon die Monty-Maulwürfe tief ein Loch gegraben haben. Hui. Oh, schaut mal. Ein Faltkreis. Na gut. Dann versuche ich das mal zu greifen und hier die Tür zu öffnen. Das hat super funktioniert. Weiter geht die Reise. Huh, was ist das denn? Sind das kleine Schuhe? Wohnt oder arbeitet hier etwa ein Schuhmacher? Hey, wer bist du denn? Hallo? Okay. Puh, danke, Kumpel. Das war eine ganz schöne Bredouille. Das kann ich dir sagen. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Und das wirst du auch so sehen, wenn ich dir zeige, was ich heute im Angebot habe. Stieflimousine. Seht euch dieses Prachtstück eines Stiefmobils an. Mhm. Dieses Modell düst durch die Wüste wie ein wütender Kugelwilli. Und wenn du dann noch den Turbo reinhaust, sollst du lieber dein Schnurrbart festhalten. Eine kostenlose Testfahrt ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Durch Annahme dieser Pfeife stimmst du automatisch unseren Leasing-Geschäftsbedingungen zu. Aha, okay. Stiefmobilpfeife. Ruf dein getreutes Stiefmobil herbei, wenn du in der Wüste bist. Einfach die Pfeife zücken und das Stiefmobil kommt angesaust und bringt dich überall hin. Zumindest in der Wüste. Die Reifen sind nämlich für kein anderes Terrain zugelassen. Und jetzt nichts wie eingestiegen und abgezischt, bevor dir irgendwelche Fragen zu diesem Leasingvertrag in den Sinn kommen. Aha. Ja, dann danke ich dir. Gibt's hier noch sonst noch was zu entdecken? Ich krieg jetzt dieses rockige, coole Schuhmodell. Das sieht doch gut aus. Steht dir gut, der Wagen? Ich bin mir sicher, dass du ein exzellenter Fahrer bist. Aber aus rechtlichen Gründen... Steuere mit Hilfe von dem Steuerknüppel und halte ZR gedrückt, um den Turbo zu zünden. Dabei, wie gesagt, nicht vergessen, deinen Schnurrbart festzuhalten. Mit dem Turbo bist du schnell genug, um Fallschergen und Hindernisse wegzuputzen. Aber pass mir auf den Lack auf, ja? Okay, in Ordnung. Okay, wow, ich kann sogar die Gegner wegcrashen damit. Uiuiui. Denn hier auch kein einfaches Spiel mit mir. Wie kann ich denn aussteigen? Achso, mit B. Da steht's ja. So, Moment. Und immer wenn ich da einsteige, kommt die rockige Musik, oder wie darf ich das verstehen? Was haben wir hier? Einen Toad. Zu was haben die mich zusammengefaltet? Zu einer Schaufel oder einem Spaten? Ich muss es wissen. Ach, Papalapap, ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, du bist wieder ein normaler Toad. Los geht's! Mium. Jetzt geht schon wieder raus aus der Wüste. Ah nee, wir kommen jetzt in die Wüste. Das ist also die Wüste? Hier ist es so kalt und dunkel. Wo ist denn die Hitze? Ich dachte, die Sonne würde auf uns runterbrennen. Na, wahrscheinlich ist es schon spät geworden. Es ist schon dunkel. Hier im Crab Canyon. Genauer gesagt, in der Wüste. Denn im Crab Canyon sind wir ja nicht mehr. Oh wow, die Wüste ist ja riesig. Große Sandpapierwüste. Wow. Aber sie ist schon riesig. Wow. Es muss also wirklich die Wüste sein, weil es hier Sand gibt, soweit das Auge reicht. Diese Dunkelheit allerdings. Moment mal. Wo ist denn die Sonne?
Meinst du, sie versteckt sich, weil sie sauer wegen etwas ist? Das kann unmöglich so in Ordnung sein. Kein Wunder, dass es hier so finster ist. Warte mal, es ist nicht einfach nur dunkel. Am Himmel ist ja wirklich ein schwarzes Loch. Was für ein seltsamer Ort. Eine Wüste mit einem Loch im Himmel, wo die Sonne sein sollte. Wie kann so etwas überhaupt passieren? Wie schafft man es, ein Loch in den Himmel zu machen? Naja, zumindest ist es hier draußen gerade nicht brennend heiß. Wollen wir versuchen, uns wegen des Lochs erstmal keine Sorgen zu machen und uns zur Luftschlange aufmachen? Ja, das können wir gerne machen. Aber lass uns gerne noch mit unserem Auto ein wenig hier die Wüste erkunden. Denn hier gibt es bestimmt noch ganz viel zu entdecken. Wow, 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 da ist ein Knochen trocken. Oh nö, was will der denn jetzt? Knochen trocken und Buhus. Okay, und was können die Besonderes? Wow, die Buhus sind einfach verschwunden. Ah, Moment, muss ich die dann unsichtbar anordnen? Ah, schaut mal. Okay, das war jetzt echt Glück um Unglück. Ich habe direkt aus der Intuition das Richtige gemacht. So, das waren schon mal ein paar nette Treffer. Und ich glaube, ich stürze mich nochmal auf die Buhus. Denn ich habe so das Gefühl, dass die ein kleines bisschen gefährlicher sind. So, jetzt sind die Knochen trocken dran. Mal sehen, was die so vorhaben. Okay, wow, wow, was war das denn für ein komischer Angriff? Was auch immer das war, das sah nicht gerade gut aus. Also nochmal schön verteilen. Und dann hauen wir nochmal auf den Putz. So. Schön die ganzen Knochen trocken besiegen. Oh, habe ich sie jetzt besiegt oder sind die einfach nur... Oh, doch. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass die wieder aufstehen können. Das muss irgendwie so die Besonderheit von den Knochen trocken sein. So, ja, auf der ersten Seite sind wir besiegt, auf der anderen Seite schlagen wir aber zu. Na gut. So, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Das hat gut funktioniert. Und ein Colorhammer. Sehr gut. Die sind ja umso stärker, also, was heißt umso stärker? Die sind um einige stärker als viele andere Angriffe. So, dann düsen wir mal hier quer durch die Gegend. Was auch immer diese komischen Kreise sein sollen. Ja, diese komischen Stellen sind mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, es bringt nichts, sie mit dem Hammer zu bearbeiten. Ja, wahrscheinlich nicht. Schade allerdings. Hätte mich ja schon interessiert, was das genau sein soll. Aber gut. Dann ignorieren wir das erst einmal und schauen mal, ob wir was anderes stattdessen finden. Zumindest gibt es auch hier viele Löcher, wie man unschwer erkennen kann. So, ding, 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 ding. Aber wohin müssen wir denn jetzt? Also an diese Echse komme ich, glaube ich, auch nicht, oder? Weil diese Echse ist ja mit Sicherheit ein Toad. Aber... keine Ahnung, wie ich an den rankommen soll. Och, Menno. Immer dieses Hin- und Her-Gespringe da. Nee, also an den komme ich, glaube ich, jetzt aktuell nicht. Aber das ist okay. Dann haben wir hier bestimmt entweder ein Café oder ein Sensorlabor. Ein Sensorlabor. So, nee. Nee, den erwische ich irgendwie nicht. Komm hier hoch, mein lieber Freund. Oh nein, zu knapp. Ich würde da nur runterrutschen. Na gut, füllen wir das hier mal auf. Ich muss unbedingt mir ein paar Schnipsel besorgen. Ich kann ja schon wieder fast nichts machen. Na gut. So, dann ziehen wir mal den kleinen Freund hier raus. Sehr gut. Ah, puh, ich danke dir, Mario. Ich habe schon gedacht, ich würde für immer im Papierstau stecken. Dies hier ist eine Zweigstelle des Sensorlabors, und zwar die Niederlassung Große Sandpapierwüste. Was sagst du, Mario? Soll ich dich zum Hauptlabor faxen? Nö, nicht unbedingt. Hab da jetzt kein Interesse daran, aber trotzdem danke. So. Gucken wir doch mal weiter.
Vielleicht finden wir hier noch etwas anderes Spannendes, Tolles. Keine Ahnung. So. Ein Toad. Es heißt, du hast ein richtig cooles Stiefmobil. Fährt das auch richtig schnell, wenn du ZR gedrückt hältst? Der Wahnsinn. Ja, und ob das der Wahnsinn ist? Nichts ist cooler und schneller wie das Stiefmobil. So, njung. Einfach mal diesen Kaktus erwischt. So. Und ein Toad. Ja, der Toad, der läuft ja schon die ganze Zeit hier herum. Keine Ahnung, wo der jetzt hin möchte. Egal, ist ja auch nicht so wichtig. Dinge, dinge, ding. Die scheinen noch mehr Toads zu sein. Oh, was ist das denn hier für ein Bereich? So, ich kann, glaube ich, die Gegner erwischen, wenn ich schnell genug fahre. Also in der Höchstgeschwindigkeit. Schaut mal, genau so. So kann ich Gegner erwischen, ohne dass ich sie bekämpfen muss. Oh, eine Glitzerfeuerblume. Beschießt eine Reihe von Gegnern, die dann mehr Schaden bekommen. Danke sehr. Und keine Sorge, ich bin nicht giftig. Ja, das habe ich schon erkannt. Ja, die Insekten in der Wüste sind schon etwas gefährlich. Und die können giftig sein. Man denke da nur an Spinnen und Skorpione. In Deutschland gibt es keine Skorpione und Spinnen in Deutschland können einem nichts anhaben. Also, ich finde Spinnen sogar süß und nehme sie sogar gerne in die Hand. Ich bin eher ein kleiner Angsthase, wenn es um Motten geht. Ich mag es nicht, wenn sie wild durch die Gegend fliegen. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Spinnen finde ich gar nicht so schlimm. Aber Achtung vor Spinnen in anderen Ländern. So, okay, hier haben wir zwei Löcher. Kann ich allerdings nicht stopfen. Oder? Ja, doch, ein paar Schnipsel habe ich noch übrig. Okay, sehr gut. Dann mache ich hier mal ein Loch. Oh, noch mehr Schnipsel. Und dann werde ich mal das zweite Loch da füllen. Und ich hoffe, dass der Knochentrocken nicht aufsteht. Das wäre ja nicht ungewöhnlich für einen Knochentrocken, wenn er plötzlich aufstehen würde. So, dupidupidu. Oh, na, da ist er schon wieder. Er steht wieder. Und zack. Entschuldigung. Bleib aber lieber liegen. Oh, da war ich nicht schnell genug. Schade. Na gut. Zeit für einen Kampf gegen Buhus, die sich jetzt bestimmt gleich verstecken werden. Achtung. Ordnen die Gegner an. Die machen sich unsichtbar. So, zweimal schieben, oder? Oh, dreimal hätte ich schieben müssen. Na, habe ich wohl nicht richtig gesehen. Na gut. Dann hauen wir jetzt mal schön mit dem Hammer rein. Exzellenter Schlag. Sehr gut gemacht, Mario. So, Vorsicht, Vorsicht. Au, au, hey. Aua, ihr Fieslinge. Bronzeabwehr Plus. Ja, das unterstützt mich noch. Falls es mal ein bisschen brenzlig wird im Spiel. So. Jetzt aber toll angeordnet. Und jetzt gibt es nochmal einen schönen Sprung. Und dann sollte der Käse auch gegessen sein, meine lieben Freunde. War's noch nicht? Oh, der eine, der hat noch genug Energie. Na gut. Achtung, Mario. So. Solange keine Verstärkung kommt. Ah ja, kein Problem für uns. Dass der sich jetzt versteckt, das bringt ihm rein gar nichts. Deswegen kann er jetzt auch nicht mehr viel tun. Wir springen auf ihn und gewinnen das Match. 180 Münzen. Klasse gemacht, meine Freunde. So, Achtung. Da ist noch ein Pocky. Pocky, so heißen diese Kakteen hier. So, da ist nochmal so eine Glitzerstelle. Aber da ich ja noch nicht weiß, was die bringt, komme ich hier auch noch nicht weiter. Mir fehlen auch noch Schnipsel, damit ich da hinten durchkomme. Na gut, schauen wir uns mal ein wenig woanders um. Was sind das denn für Statuen hier? Die haben bestimmt auch eine wichtige Bedeutung. Die Frage ist nur, was? Okay, ein paar extra Münzen. Schön und gut. Upsala. Und da hinten ist sowas wie eine Art Altar. Oh, ein Toad. Hey, alles okay? Wir ziehen dich da raus. Hui. Danke. Dafür weise ich dich auf den wichtig aussehenden Altar dort drüben hin. Danke schön. Da wollte ich sowieso hin. So, nium, mit meinem Stiefelauto. Juhu. Da kann ich speichern. Oh, Olivia. Hm, ist das eine Art Plattform? Und ist das ein Bild von der Sonne? Ja, sieht so aus. Aber solange die Sonne nicht scheint, können wir nichts tun.
Ah ja, mal sehen. Da steht... Tut mir leid, ich kann das wohl doch nicht lesen. Aber ich würde gern, wenn das was hilft. Ja, das würde schon helfen, Olivia. Und ich habe schon gemerkt, dass du das nicht lesen kannst. Was für eine große Müsli-Schüssel. Ja, ein gutes Frühstück ist wichtig. Oh, Moment, das ist ja Sand. Warum der wohl da ist? Ob wir etwas draufstellen sollten? Was denkst du? Na, ich habe bestimmt nichts Passendes, um das draufzustellen. Naja, aber speichern, das könnte ich alle mal tun. Speichern ist bekanntlich immer wichtig im Spiel. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Mehr Abenteuer und ohne Werbung gibt es im Katzeclub. Schaut da einfach mal rein, den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Na dann, bleibt bitte katztastisch.